Geht noch ein bisschen? Ja? Ich habe nämlich ein Wort für euch bekommen. Ich mache auch schnell. Ich versuche aber nicht so schnell zu reden, dass ihr mich noch versteht. Ja? Also das wär gut. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Wort. Und ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt konzentriert zuhörst. Es ist ein Wort, was mein Leben berührt hat. Ich war letztes Jahr war ich bei einer Missionsreise und dann war ich in einem Keller mit Freunden. Und die sagen, komm, wir beten. Alles klar, dann beten wir. Und dann beten wir, die Kraft Gottes ist dort und wir legen uns gegenseitig die Hände auf und prophezeien füreinander. Ich möchte dich ermutigen, dass du das machst. In deinem Keller, ja? Ja? Biblisch. Geh in dein Kämmerlein, mach die Tür zu und bete, sagt Jesus, ja? Und Leute haben mir die Hände aufgelegt und einer, der Mann da, ist auch ein Lobpreisleiter, und er legt die Hände auf und sagt, Daniel, ich sehe einen dicken Baum. Du bist wie so ein dicker Baum. Sag ich, Halleluja, was für ein Wort. Nein, ich sehe Psalm 1. Du bist gepflanzt an Wasserbächen und du trägst deine Frucht. Und dann habe ich eine Auszeit gemacht mit Jesus in Patmos und habe ein Himmelserlebnis gehabt am 15. Januar diesen Jahres. Und Gott erinnert mich an diese Prophetie und sagt, das ist ein Wort für dieses Jahr. Das ist ein Wort für dieses Jahr, wo du bist. Bring dieses Wort hinein, dass Menschen gepflanzt sind an Wasserbächen und fest werden da drin. Ich möchte dich ermutigen, wir wollen gleich in diesen Text reingehen, dass du das jetzt nimmst als etwas, was dein Leben stärken kann. Mein Thema heute ist göttliches Gelingen. Ist es möglich, dass alles, was du tust, dir gelingt? Und wir wollen zusammen lesen in Psalm Kapitel 1, Vers 1 bis 6. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Achtung, jetzt kommt der Vers. Er ist wie ein Baum. Das ist jetzt euer Wort für heute, ja? Das ist wie ein Baum. Gestern war es nie wieder, davor war es Amen, heute ist es Baum. Voll gut, ihr seid ein gutes Publikum. Gemeinde Jesu, ja? Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub verwelkt nicht. Achtung, alles, was er tut, gelingt ihm. Wow. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so der Gottlose, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. So beginnt das Buch der Psalme. Die Psalme sind das bekannteste Buch der Welt. Also wenn Leute überhaupt nichts wissen über die Bibel, Psalme wissen sie, die gibt es drin. Ja? Psalme gibt es irgendwie in der Bibel. Und Psalme, so beginnt das Wort. Eine krasse Unterscheidung zwischen den Gerechten und den Gottlosen. Da ist nichts dazwischen irgendwie. Entweder bist du gerecht oder gottlos. Ich möchte dich fragen, zu welcher Gruppe gehörst du? Rhetorische Frage, ihr müsst nicht antworten. Ja? Wir werden gleich unterscheiden, was macht einen Gerechten aus und was macht einen Gottlosen aus. Und die werden ganz krass unterschieden mit krassen Folgen. Der Gerechte ist jemand, dem alles gelingt. Dem Gottlosen, er wird wie Wind weggeweht. Ein Gottloser besteht nicht im Gericht und sein Weg vergeht im Vers 6. Ich möchte dich mal fragen, stell dir mal vor, du bist im Geschäft. Alles, was du tust, gelingt dir. Jede Aufgabe, die du kriegst, gelingt dir. Stell dir mal vor, jedes Gespräch mit deinem Ehepartner gelingt dir. Jedes Gespräch mit der Schwiegermutter gelingt dir. Jedes schwierige Gespräch in der Gemeinde gelingt dir. Jedes Essen, wo du machst, gelingt dir. Überall, wo du hingehst, alles gelingt dir. Und dann, ich kenne solche Menschen. Ich kenne solche Leute, egal was die machen, die haben manchmal solche komischen Gedanken. Egal was die machen, alles gelingt. Dann haben die irgendwie einen Gedanke, oh, ich mache mal ein neues Business auf. Und das ist wirklich zum Scheitern verurteilt, laut meiner Meinung. Dann fangen die an damit und es blüht und gedeiht. Und die anderen, die machen 10, 20, 30 Businesses auf, Geschäfte, alles geht daneben. Und ich frage Gott, Gott, was ist der Unterschied zwischen den Menschen, denen alles gelingt und Menschen, denen alles misslingt? Und das Buch der Psalmen erklärt uns das hier und ich möchte mit euch mal reingehen.
Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Achtung, euer Wort kommt gleich. Er ist wie ein gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub verwelkt nicht. Das lesen wir auch zusammen. Alles, was er tut, gelingt ihm. Ich wünsche dir, dass wenn du am Freitag oder Samstag, wenn du heimfährst, nach Hause fährst, dass du ein Baum wirst, gepflanzt an Wasserbächen und dass deine Verwandten sich wundern, was ist mit dir passiert? Was ist dann in Hochimst passiert? Ja? Was haben sie mit dir gemacht? Alles, was du tust, gelingt dir. Wie kann das denn sein? Ich wünsche dir, dass eine Lebensveränderung bei dir geschieht. Von Problem hin zu gelingen. Das funktioniert. Was machen diese Menschen, denen alles gelingt? Was passiert da? Vers 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Drei Dinge machen Menschen, die göttliches Gelingen hat, nicht. Und zwei Dinge, ja, machen die. Welche? Drei Sachen machen die nie. Menschen, denen alles gelingt, die folgen nicht dem Rat der Gottlosen. Bitte pass auf, welche YouTube-Videos du anschaust. Pass auf, wer dir was schreiben darf per WhatsApp. Pass auf, wem du zuhörst. Pass auf, wer in dein Leben reinsprechen darf. Wenn du den Rat der Gottlosen hörst, die 10 größten Tipps, um erfolgreich zu leben, ja? Die 20 besten Tipps, um bla 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 bla. Wenn das nicht fundiert ist aus dem Wort Gottes, ist es ein Rat der Gottlosen, auch wenn der Rat gut ist. Aber er kommt von einem Gottlosen. Menschen, denen alles gelingt, haben eins verstanden, ich höre nicht zu beim Rat der Gottlosen. Menschen, denen alles gelingt, die wissen eins, in mein Leben dürfen nur bestimmte Menschen reinsprechen, nicht die einen tollen Rat haben, sondern entscheidender wie der Rat ist der Ratgeber dahinter. Achte darauf, wer in dein Leben spricht. Menschen, denen alles gelingt, sind Menschen, die verstanden haben, in mein Leben dürfen nur Menschen reinsprechen, die nicht gottlos sind. Wichtiger wie der Rat ist der Ratgeber. Welches Leben steckt hinter der Person, die zu dir spricht? Und bei YouTube hast du nur eine Person und dann kommt ein Inhalt. Wisst ihr, in den letzten Tagen, sagt Jesus, werden falsche Christus aufstehen. Sie sprechen richtige Worte, aber wir brauchen die Unterscheidung der Geister. Welcher Geist steckt dahinter? So ist wichtiger wie die Botschaft, ist der Botschaft der. Das Leben der Person, die dahinter steckt. Wichtiger wie das, was ich spreche, ist mein Leben, weil ich spreche aus meinem Leben heraus. Ich habe ein großes Team dabei, ihr könnt jeden einzelnen fragen über mein Leben. Könnt ihr gerne machen. Ja? Ich möchte dich ermutigen, dass du, bevor du jemand zuhörst, sein Leben erstmal studierst. Gehört er zu der Gruppe der Gottlosen oder der Gerechten? Wichtiger wie die Botschaft ist der Inhalt von dem, der da kommt. Und ich habe schon so viele gute Leute gesehen, die abgedriftet sind, weil sie jeden YouTube-Video glauben. Bitte nicht. Folge nicht dem Rat der Gottlosen. Amen. Ihr habt es kapiert, nicht Baum, sondern Amen. Punkt Nummer 1, was macht jemand, der alles gelingt? Er folgt nicht dem Rat der Gottlosen. Zweitens, den Weg der Sünder nicht betritt. Menschen, denen alles gelingt, haben eins verstanden, ich darf nicht den Weg der Sünder gehen. Das haben wir heute gemacht. Wir haben hier Buße getan. Wenn du merkst, da ist Sünde in deinem Leben, sag Jesus, ich tue heute Buße. Und wenn du Buße tust, ist er treu und gerecht, dass er dir Sünde vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Halleluja. Weg der Sünder nicht betreten. Achte darauf, mit wem du den Weg gehst und welchen Weg du gehst. Und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Wo sitzt du sonntags zum Kaffeeklatsch? Also, nicht im Kreis der Spötter sitzt. Dein Hintern ist abhängig, oder dahinter ist, ja. Ob in deinem Leben alles gelingt, ist davon abhängig, wo dein Hintern sich hinsetzt. Sachen, die man sonst so nicht hört. Nicht im Kreis der Spötter sitzt. Bei wem setzt du dich hin? Mit wem sitzt du?
Zu wem gesellst du dich? In welche Gruppe kommst du hinein? Wem erlaubst du, dass sie dich einladen dürfen? Wen lädst du ein? Mit wem redest du? Menschen, denen alles gelingt, haben eins verstanden: Ich setze mich nicht in den Kreis der Spötter. Und wenn du in einen Spötterkreis kommst, müssen die stumm sein, weil sie nicht mehr reden können. Ich habe es so oft gehört: Daniel, wenn du in unseren Raum reinkommst, wir können gar nicht weiter lästern. Ich merke das natürlich nicht, weil wenn ich komme, dann wird nicht gelästert. Ich möchte dich ermutigen, da wo du reinkommst, gibt es nur Licht. Ja? Das ist wie ausgeschaltet ist, Leute können gar nicht mehr anders. Und ich möchte dich eins ermutigen: Wenn du einen Weg laufen willst, dass dir alles gelingt, ist es davon abhängig, wo du dich hinhockst. Versteht man das in Österreich? Ja, hinhocksch. Ja, also hinsitzt, ja, nicht im Kreis der Spötter sitzt. Drei Dinge, Menschen, denen alles gelingt, haben drei Dinge verstanden. Punkt Nummer eins, ich folge nicht dem Rat der Gottlosen. Punkt Nummer zwei, ich gehe nicht den Weg der Sünder. Punkt Nummer drei, ich sitze nicht bei den Spöttern rum. Bitte, bitte, bitte beachten, so beginnt das Buch der Psalme mit diesem Vers. Und was machen die, denen alles gelingt? Zwei Punkte schaffen die. Also wir haben gerade eben ein hochgradiges Management-Seminar miteinander. Nur damit ihr es wisst, ja. Ich gebe euch die Tiefen des Wortes Gottes für ein erfolgreiches Leben. Also im Management, ich kenne diese Preise dort, die geben Zehntausende davon aus, in solchen Management-Seminare. Der Inhalt ist, kannst du den Hasen geben, ja. Heute seid ihr kostenlos hier für echte tiefe Dinge, ja. Nämlich etwas, was vom Himmel festgelegt ist. Alles, was sie tun, wird ihm gelingen. Okay, was machen die Leute, denen alles gelingt, Vers 2, sondern seine Lust am Gesetz des Herrn hat und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Zwei Dinge, die einer macht, dem alles gelingt. Seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Also, Punkt Nummer 1, was macht er? Er hat eine Lust am Herrn. Wow, am Gesetz des Herrn. Er freut sich, wenn er das Wort liest. Er freut sich darüber, dass er das Wort liest. Oft sagen mir Menschen: Oh Mann, wenn ich die Bibel lese, dann schlafe ich gerade so ein. Entscheide dich, dass du Lust haben willst am Wort des Herrn. Diese Entscheidung ist das Erste. Dass du jetzt entscheidest und sagst: Ich habe meine Lust am Gesetz des Herrn. Und du nimmst dieses Gesetz und das Wort, du schlägst es auf und liest bewusst und sagst: Ich esse es, wie ich morgens frühstücke oder wie ich abends esse. So werde ich auch sein Wort nehmen. Und je mehr du es nimmst, desto mehr Lust kommt zustande. Es gibt so ein Sprichwort: Der Hunger kommt beim Essen. Und so ist auch mit dem Wort Gottes. Wenn du reinkommst, da wird es immer mehr und immer mehr und mehr. Menschen, denen alles gelingt. Die Welt sagt, du musst das tun und das tun und das tun. Gott sagt, wenn dir alles gelingen soll, denk über sein Gesetz nach, über sein Wort nach, Tag und Nacht. Ja? Das heißt, sie haben ihre Lust am Herrn und, das ist Punkt Nummer zwei, was ich schon erwähnt habe, sie sinnen über sein Gesetz nach, Tag und Nacht nach. Ich möchte dich mal etwas fragen. Worüber sinnst du nach? Worüber denkst du nach? Wenn keiner in deinem Raum ist, wenn du allein im Zimmer bist, wenn du allein im Auto bist, wenn du ganz alleine bist, worüber denkst du nach? Menschen, denen alles gelingt, sie sinnen nach über das Wort Gottes Tag und Nacht. Wenn du morgens aufwachst, was ist in deinem Kopf? Wenn richtig Druck kommt in deinem Leben, was kommt daraus? Kennt ihr die Zahnpastatube? Egal was draufsteht. Wenn Druck kommt, kommt der Inhalt raus. Egal was draufsteht. Auf dir steht drauf, Christ. Ob das drin ist, beweist, wenn Druck kommt. Wenn Druck kommt, was kommt dann raus? Stell dir mal vor, die schreiben gerade alle. Komm her. Stell dir mal vor, ich will die Propheten hier nicht wegnehmen. Stell dir mal vor, das ist ein Christ, ja, wunderbarer Christ, wiederhergestellt, starkes Zeugnis. Habt ihr echt super gemacht heute, oder? Stark gemacht, gell? Sehr gut. Danke. Und ich glaube, heute ist was ganz Tiefes und Besonderes passiert heute hier. Wow. Und jetzt kommt der Kollege. Du hast nichts drauf, du bist blöd,
Du kannst nichts. Und immer wieder pieksen, die ganze Zeit. Du hast nichts drauf, du bist blöd und du hast zwei linke Hände. Und dann immer, boah, solche richtigen Worte, die ganze Zeit. Und irgendwann mal, Florian ist geduldig, ja. Und es wird immer größer und der Hals wird immer größer. Aber er sagt immer, gelobet sei der Name des Herrn. Nächsten Tag, pieksen. Und was drin ist, kommt raus mit Druck. Und wenn er nachsinnt, Tag und Nacht über sein Wort, kommt auch nur Wort Gottes raus. Und die Leute wollen, dass du endlich mal auf den Tisch klopfst. Aber jetzt musst du sagen, hier bis hierher und nicht weiter. Ein Mensch, dem alles gelingt, ist ein Mensch, der sinnt nach über sein Gesetz Tag und Nacht. Und alles, was drin ist, ist nicht mein blöder Kollege. Und was fällt dem ein? Und wie kann es sein, dass? Das macht man im Kreis der Spötter. Menschen, denen alles gelingt, ist einer, der das Wort liest. Und dann piekst dich jemand rum, sagt, gelobet sei der Name des Herrn. Ja, aber wie kannst du das denn das machen? Gott hat gesagt das. Ja? Du bist so blöd. Der Herr hat heute Morgen zu mir gesprochen. Weißt? Die denken, ihr seid wahrscheinlich verrückt. Ja? Aber eins machen sie nicht. Sie pieksen euch nicht mehr, weil sie denken, das ist sinnlos. Ja? Danke. Menschen, denen alles gelingt, sind Menschen, die kann man gar nicht pieksen. Warum? Weil das Fleisch weg ist. Ja? Entweder lebt im Geist oder im Fleisch. Und ich möchte dich ermutigen, Menschen, denen alles gelingt, haben drei Dinge, wo sie nicht tun. Punkt Nummer eins, sie folgen nicht dem Rat der Gottlosen. Punkt Nummer zwei, sie gehen nicht den Weg der Sünde. Punkt Nummer drei, sie sitzen nicht im Kreis der Spötter. Was machen sie? Sie haben die Lust am Gesetz des Herrn, am Wort Gottes. Und worüber denken sie nach, Tag und Nacht? Über sein Wort. Über sein Wort. Denn das Wort wurde Fleisch und wohnt unter uns, ist Jesus Christus. Und jetzt kommt die Verheißung, Achtung. Er ist wie ein Baum. Das ist immer ein Kanon. Baum. Okay. Er ist wie ein Baum. Jetzt klappt's, jawohl. Ein Baum. Gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt. Alles ist alles, oder? Lesen wir zusammen. Alles, was er tut, gelingt ihm. Ich wünsche dir, dass du nach Hause kommst und nicht nur Tage der Ermutigung hattest, nicht nur ein Leben der Ermutigung hast, sondern noch eine Stufe obendrauf. Alles, was du tust, wird dir gelingen. Alles, was du tust, wird dir gelingen. Es kann sein. Es ist möglich. So beginnt das Buch der Sprüche und ist schon seit Tausenden von Jahren für jeden offen. Nur wer macht diesen Weg? Ab heute ihr. Amen. Seid wie ein Baum. Jetzt klappt's, ja? Baum, Halleluja. Ich wünsche dir, dass du wie ein Baum bist. Du stehst rum. Ein Baum bewegt sich nicht viel. Ein Baum wird immer dicker. Und dann kommt der Sturm. Der Baum denkt sich, schöne Massage. Die kleinen Leute da drumherum, die kickst du alle um. Das ist ein Sturm, lebensbedrohlicher Sturm. Der Baum sagt, endlich mal. Ja? Der Baum hat kein Problem mit dem Sturm. Der Baum ist ein Baum. Der Strauch, der hat Lebensnöte. Aber der Baum steht. Und er hat ganz tiefe Wurzeln. Und er hat eins verstanden, wo setzt er sich hin? Er ist gepflanzt an Wasserbächen, nicht mitten in der Wüste, in Wasserbächen. Und was macht er? Er bringt seine Frucht. Kennt ihr die Frucht des Geistes? Meine Gemeinde kennt es auswendig. Die Frucht des Geistes, Galater 5, 22 ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Perfekt. Ihr habt es fast schon perfekt gewusst. Galater 5, 22 zum Auswendiglernen für zu Hause. Hausaufgabe für euch. Frucht des Geistes. Was ist die Frucht des Geistes? Liebe, Freude, Friede, Geduld. Also ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, bringt Frucht. Welche? Du kommst morgens ins Geschäft und bist immer freundlich. Du kommst nach Hause und bist immer voller Liebe. Du kommst nach Hause, die Leute nerven dich, du bist immer voller Freundlichkeit. Du kommst und du stehst immer im Frieden, immer in Sanftmut, immer in Geduld, besonders Geduld. Immer in der Enthaltsamkeit. Du stehst da und bringst deine Frucht. Und alles, was du tust, gelingt dir. Ich wünsche dir das von Herzen. Diese zwei Gruppen gibt es im Psalm 1. Entweder den Gerechten, dem alles gelingt, oder
dem Gottlosen, dem alles misslingt. Vers 4, nicht so der Gottlose, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ich möchte dich ermutigen, ob die Leute über dein Leben nachdenken, wenn du schon tot bist, vorausgesetzt, wir werden nicht entrückt alle gleichzeitig, ja? Also sag mal, ich brauche dich für eine andere Illustration gleich. Ja, okay. Stell dir mal vor, du bist nicht mehr, du bist schon im Himmel, ja? Und ich muss hier sehr, okay. Und die Leute reden über dich. Wenn du den Weg der Gottlosen gehst, wenn die sagen, oh, der war ganz nett, gehst du den Weg der Gerechten, wenn sie sagen, wow. Das war ein Mann, alles, was er tat, gelang ihm. Das war eine Frau, alles, was sie tat, gelang ihr. Das wünsche ich dir. Der gottlosen Weg vergeht, aber der Gerechte, der bleibt. Ich möchte euch zwei Zitate geben, die mein Herz berührt haben und sie euch hiermit zeigen. Ihr könnt ihr mitlesen. Öffne dein Herz niemals einem Menschen, der die Bibel nicht öffnet. Könnt ihr mitlesen? Öffne dein Herz niemals einem Menschen, der die Bibel nicht öffnet. Das sind oft Menschen, die verstehen dich zwar toll, zwischenmenschlich, und die fühlen auch alles ganz toll und die kapieren auch alles ganz toll, aber es ist nicht der Kreis, der zu dir gehört. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Menschen, die nicht mal ihre Bibel öffnet, öffnen ihnen auch nicht dein Herz. Sonst öffnest du ein Ratgeber der Gottlosen. Bitte mach das nicht. Jetzt wird's ruhig. Okay, gut. Dann nimm es als Rema-Wort für dich. Zitat Nummer 2. Entweder hält uns die Bibel vom Sündigen ab oder die Sünde hält uns von der Bibel ab. Ganz müßes Abend. Okay, gut. Was heißt nachsinnen? Wir haben gelernt, wir sinnen nach über sein Gesetz Tag und Nacht. Sinnen nach, nachdenken. Was bedeutet dieses Nachsinnen, Nachdenken? Was ist das? Josua 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen oder nachdenken, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was da drin geschrieben ist, denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Erfolgsseminar 2.0, höchste Liga, Bibel. Ja, da sind wir gerade drin. Wie kann man zum Ziel gelangen und wie kann man auf allen seinen Wegen Erfolg haben? Und Gott selber sagt es hier, du sollst über das Gesetz sinnen oder nachdenken, ja, Tag und Nacht. Und hier geht es auch noch los mit dem Mund, habe ich ja ganz überlesen hier. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Wir haben doch gelernt am Anfang, die Macht deiner Worte. Deine Worte haben Auswirkungen auf ganz am Ende, ob du zum Ziel gelangst oder Erfolg hast. Das, was du sprichst. Also was sprichst du? Dinge des Wortes Gottes. Und du sollst über Tag und Nacht darüber nachsinnen, nachdenken, darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Dann wirst du auf all deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Ich wünsche dir, dass du am Ende deines Lebens sagen kannst, ich habe meinen Lauf vollendet. Ich bin am Ende zum Ziel gelangt. Ich habe Erfolg gehabt in allem, was ich getan habe. Das ist möglich. Für welche Gruppe, die auf eine Sache achtet, nämlich auf den Mund, dass sie nicht vom Mund weicht und die nachdenken oder nachsinnen über sein Wort Tag und Nacht. Das sind diese Menschen, die zum Ziel gelangen und die Erfolg haben. Was bedeutet das, was wir gelesen haben, dass das Laub wird nicht verwelken? Das Laub verwelkt nicht und das steht in Psalm 92, Vers 14 bis Vers 16. Psalm 92, 14 bis Vers 16. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen. Kommt ein neues Wort rein, grünen, ja, in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter gedeihen sie,
sie sind saftvoll und grün. Ihr lacht schon, Halleluja. Ihr wisst, was gleich kommt. Um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Kann ich einen Amen hören? Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, nämlich die Bäume, ne? Oder? Klar, ne? Wir sind gepflanzt im Haus des Herrn. Was für eine Verheißung ist hier? Sie werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Und jetzt kommt eine Verheißung. Ich möchte sie dir ans Herz legen. Ab heute vergiss diesen Vers nie wieder. Psalm 92, Vers 15. Nimm ihn hinein. Je älter du wirst, desto wichtiger wird er. Ja? Noch im greisen Alter gedeihen sie. Sie sind saftvoll und grün. Können wir diesen Satz zusammen sagen? Noch im greisen Alter gedeihen sie. Sie sind saftvoll und grün. Die drei Worte nehmen wir, saftvoll und grün. Ja? Noch im greisen Alter gedeihen sie. Sie sind saftvoll und grün. Halleluja. Saftvoll und grün, ja. Halleluja. Weit weg vom Greisen, Alter. Amen, 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 amen. Sie ist erst 33, gell? Alles andere ist Lebenserfahrung, ja? Jawohl, amen, amen. Ich möchte dich ermutigen, je älter du wirst, desto mehr saftvoll wirst du. Desto grüner wirst du. Halleluja. Je älter du wirst, dann wirst du sprich es aus in deinem Leben. Die Welt sagt, oh, mit 60 ist los, oh, mit 70 ist los, oh, mit 80, dann ist schon zu Ende. Nein, nein, nein. Je älter man ist, je älter man wird, desto jawohl. Ui, ihr kennt das auch noch. Mit verschiedenen, okay, alles klar, Varianten, okay. Je älter, desto saftvoller und grüner, ja. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen da drin. Da ist eine Verheißung. Ich kenne Menschen, die haben ihr Leben aufgegeben und die sind mit 40 schon verschrumpelt und dürre. Und da gibt es manche, die haben verstanden, ich bin gepflanzt am Wasser. Ich bin ein Baum. Gepflanzt an Wasserbächen. Alles, was ich tue, gelingt mir. Und sie wissen eins, da kommt der Wind und sie bringen ihre Frucht und sie werden immer schöner. Denn sie sind saftvoll und grün. Spreche es aus in deinem Leben. Wenn die Falten kommen, guckst du rein. Ich bin saftvoll und grün. Guckst irgendwo drauf. Saftvoll und grün. Die Welt sagt, es ist nicht so. Die Verheißung Gottes ist saftvoll und grün. In der Vorbereitung habe ich etwas bekommen. Jetzt ist es nicht lustig. Wirklich, ich soll es direkt ansprechen. Bei einer Männerfreizeit kam ein Mann zu mir. Oh, der war schon in Rente und so und sagt, dann kann ich mal mit dir reden, sage ich, kein Problem. Wenn Männer unter sich sind, dann werden sie offen. Ja? Und dann setzen wir uns da hin und er sagt mir, Daniel, ich kann keinen Sex mehr haben mit meiner Frau. Da geht nichts mehr, kein Saft mehr. Und es war wirklich eine Not für die beiden, weil sie wollen gerne, es geht nicht. Und es war wirklich ein Schmerz bei den beiden. Sie wollen unbedingt. Und ich möchte dir sagen, ich glaube, hier ist irgendjemand, wo dieses Wort hören soll. Die Wahrheit ist, ihr kennt es. Die Wahrheit ist, dass es geht. Saftvoll. Kann man hier so über solche Sachen reden? Wir sind erwachsene Menschen, die Kinder sind doch drüben, oder? Ist das okay, wenn man darüber spricht? Ich möchte dich ermutigen da drin. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Wenn du eine Realität siehst und alles stirbt und hört auf, kannst du die Verheißung nehmen und sagen, aber es steht geschrieben. Was steht geschrieben? Saftvoll und grün. Amen. Noch im Greisenalter. Je älter du wirst, desto mehr kommt was? Saftvoll und grün. Und sehe dich auch so. Sprech es aus. Ihr merkt, wie das echt eine Spannung ist, ja, gerade innerlich. Ich predige es die ganze Zeit und ihr lacht immer noch, ja, das ist alles toll. Wenn du aber alleine bist vorm Spiegel, dann sagst du alleine in dein Spiegel rein, was?
Halleluja. Und dann denkst du an Hochimpf 2020 und dann kommst du nach Hochimpf 2030, ja, und mit Maria dann, mit 33 plus, ja, und dann werden wir hören, saftvoll und grün, ja. Das, was rauskommt aus dir, ist von innen. Und es muss eine Überzeugung rauskommen. Und dein Körper hat eine Auswirkung auf dein inneres Leben. Das Leben entsteht da drin, nicht an den Falten oder irgendwo. Ich möchte dich ermutigen, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und wir haben eine Verheißung, die schon seit tausenden von Jahren im Wort steht. Noch im Greisenalter sind sie... Ja. Halleluja, nimm das mit. Okay, ich drücke es die ganze Zeit rein, damit es mal hängen bleibt da drin, ja? Saftvoll und grün, okay? Also wir als Prediger müssen dauernd immer alles wiederholen. Ich mache es gerade mit euch. Ich möchte dich ermutigen da drin. Nicht verschrumpelt und runter und es wird alles immer schlimmer und die Erde geht kaputt und wir gehen auch kaputt und die Wirtschaft und so weiter. Wenn die Leute das sagen, sitzt du wahrscheinlich im Kreis der Spötter. Verlass diesen Kreis. Mach dich eins mit den Glaubensleuten. Und die Glaubensleute haben drei Worte verstanden, nämlich saftvoll und grün. Halleluja, ja. Wo Leute sprechen von saftvoll und grün, da kannst du dich hinsetzen und sagen, ich bin hier in der richtigen Abteilung. Halleluja, ja. Richtige Abteilung, yes, yes, saftvoll und grün, ja. Saftvoll, okay, okay. Amen, 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 amen. Gut, weiter geht's, okay. Wir wollen ja noch vor euch prophezeien, deswegen darf ich jetzt nicht arg lang drin bleiben, aber bitte nimm es mit, saftvoll und grün. Und nimm es als Rhema-Wort. Wenn etwas bei dir nicht mehr funktioniert, spreche es hinein in dein Leben. Wir haben die Verheißung vom Himmel bekommen, saftvoll und grün. Jeremia 17, Vers 7 und 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er ist wie ein... Jawohl, der Baum kommt wieder. Der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist, hier kommt unser Grün wieder, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Wow. Gesegnet der Mann, der auf den Herrn vertraut, dessen Vertrauen der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Wow. Stell dir mal vor, du bist wie ein Baum. Perfekt. Und es steht da und ihr wisst eins, wichtiger wie das da oben ist es da unten. Deine Wurzel, dein tägliches Studieren am Wort Gottes, deine Lust am Wort Gottes und deine Wurzeln sind richtig tief. Leute kommen, lachen dich aus, wie sieht denn dein Baum aus? Hast du nicht die neueste Creme genommen und so? Hast du noch nicht die neueste das und das? Du weißt aber eins, viel wichtiger wie außen ist, was unten ist. Und die Leute lachen vielleicht über dich, so wie bei Noah damals. Was machst denn du hier auf dem Berg? Baust ein Schiff, wo es kein Wasser gibt? Halleluja. Bist du noch ganz bei Trost. Und du stehst da wie ein Baum, ganz tiefe Wurzeln des Wortes Gottes. Und du ziehst und du ziehst. Und jetzt kommt die Beweisprobe. Die Dürre kommt. Und deine Wurzeln sind tief und dich juckt es gar nicht. Denn du ziehst am Wort, du ziehst von unten, du ziehst. Und die Leute, die nur für Eures geschaut haben, einer nach dem anderen kippt um. Bumm, bumm, bumm. Und die Dürre und alles geht kaputt. Alle um dich herum. Und nur du nicht. Du stehst da wie ein Baum. Sehr gut. Und ganz tiefe Wurzeln. Und da steht drin, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Und er bringt Frucht. Du bist dann ein Baum, der hängt hier rum und Frucht kommt. Alles andere ist Dürre und alles geht kaputt. Aber du hast eine Wurzel tief und du bringst deine Frucht. Und dann wird dein Leben ein Zeugnis sein, nicht dein Wort ein Zeugnis sein. Wow. Ich wünsche dir jetzt von ganzem Herzen, dass du ein solcher Baum wirst, der eins verstanden hat. Ich folge nicht dem Rat der Gottlosen. Ich sitze nicht bei den Spöttern. Ich folge nicht dem Weg der Sünder, sondern ich habe meine Lust am Gesetz des Herrn. Und ich werde über sein Gesetz nachsinnen, Tag und Nacht.
Solche Leute sind Menschen, die viel Frucht bringen zu seiner Zeit und alles, was sie tun, wird ihnen gelingen. Halleluja. Letzter Vers noch oder letzte Bibelstelle und dann wollen wir ins Prophezeien hineingehen. Dann haben wir noch eine halbe Stunde, wir haben jetzt 9:30. Heute war es sehr intensiv, aber heute war es ganz stark, oder? Was Gott heute gemacht hat. Halleluja. 1. Mose Kapitel 39. Ich möchte euch einen vorstellen, der genauso ein Baum ist. Und mit dem möchte ich euch dann ins Bett schicken. Ja. 1. Mose Kapitel 39, Vers 1 bis 6. Sein Name ist Josef. Morgen früh werden wir noch mehr von ihm hören. Jetzt mal nur ein Teil wollen wir rausnehmen. 1. Mose 39, Vers 1 bis 6. Und Josef war nach Ägypten hinabgefahren und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef und es war ein Mann, Achtung, dem alles gelang. Okay? Dem alles gelang. Oder er sagt hier, ein Mann des Gelingens, göttliches Gelingen. Da kommen wir doch gerade her vom Psalm 1. Alles, was er tut, gelingt ihm. Okay? Also, und es war ein Mann, dem alles gelang, genau richtig. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Und als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Cool, oder? Da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich und er bestellte ihn über das Haus und alles, was er besaß, und gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn in sein Haus oder über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, Achtung, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er beließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Wie nennen wir das mit anderen Worten? Schön von Gestalt und schön von Aussehen nennen wir auch. Das war ein Mann des Gelingens. Ein Mann, der eine Gunst hatte. Ein Mann, der als Sklave verkauft wurde und plötzlich merkt ein Nicht-Christ, wow, diesem Mann gelingt alles. Cool. Ich nehme ihn mal als Chef. Und dann steht drin, Gott segnete das Haus von Potiphar, ein Nichtgläubiger, segnete das Haus von Potiphar deswegen, weil Josef da drin war. Cool, oder? Wenn du eine Person bist, der alles gelingt, werden die Arbeitgeber sich um dich, deine Hände reißen. Die werden sich um dich reißen. Die werden sagen, was, du warst ein Hochimst, darf ich dich anstellen? Wenn der Arbeitgeber weiß, dass du eine Person bist, der alles gelingt, wird Gott deinen Arbeitsplatz segnen, nicht wegen deinem Arbeitgeber oder wegen einem tollen Produkt, sondern wegen dir. Alles, was er tat, gelang ihm. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du eine Person wirst. Alles, was du tust, wird dir gelingen. Dass so wie Josef, dass du Gunst kriegst. Und wenn du in einen Bereich kommst, wo dir alles gelingt, kommt eine zweite Tür, geht danach auf. Das ist etwas, was kein Mensch machen kann. Die nennt man Gunst. Die Tür der Gunst. Und wenn die aufgeht, wow, das ist ein Leben im Überfluss. Diese Gunst kann man nicht kaufen, sie kann man nicht studieren, sie kann man nicht erlernen. Gunst ist eine Herzenstür einer Person, die vor dir ist, wo du keinen Einfluss nehmen kannst. Und wenn Gunst aufgeht, hast du plötzlich alle Türen offen. Und diese Gunst kommt dann zustande, wenn du auf der Ebene bist vom Psalm 1, dass alles, was du tust, wird dir gelingen. Und Menschen sehen, wow, in die Person will ich mich investieren. Und die Tür geht auf des Gunstes. Ich wünsche dir von Herzen, dass wenn du nach Hause kommst, dass in deinem Leben Gunsttüren aufgehen. Und dass du auf neuen Ebenen bist. Warum? Wir wollen enden mit Psalm 1, wie wir es gelesen haben. Weil du nicht folgst dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betrittst und nicht im Haus der Spötter sitzt, sondern du hast deine Lust am Gesetz des Herrn und sinnst über sein Gesetz nach Tag und Nacht. Und Vers 3 wollen wir zusammen lesen. Er ist wie ein Baum,
Gepflanzt an Wasserbächen. Ja. Okay, dann lesen wir weiter. Genau, hier vorne. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Jetzt kommt's. Alles, was er tut, gelingt ihm. Wer von euch will da hinkommen? Vater, wir beten jetzt, dass alle, die Hände gehoben haben, Jesus, dass ab heute ein Wendepunkt zustande kommt in Jesu Namen. Dass alles, was wir tun, wird uns gelingen in Jesu Namen. Vater, ich bete jetzt für göttliches Gelingen in jedem Einzelnen hinein. Und ich bete, dass wir unseren Hintern wegnehmen von diesem Kreis der Spötter. Dass wir nicht hören auf dem Rat der Gottlosen. Dass wir nicht den Weg der Sünde gehen oder der Sünder gehen, sondern wir haben unsere Lust am Gesetz des Herrn. Wir denken nach über sein Gesetz Tag und Nacht. Und ich spreche aus prophetisch, dass wir wie Bäume werden, gepflanzt an Wasserbächen. Wir werden unsere Frucht bringen, Tag und Nacht und zu unserer Zeit. Und alles, was wir tun, wird uns gelingen in Jesu Namen. Ich spreche es aus über jeden Einzelnen in Jesu Namen. Und ihr sagt Amen. Amen. Halleluja.